toll. Elaine! Ich muss sie zurückbekommen. Ja, das bitte. Das ist mir so peinlich. Es sieht aus, als bräuchte ich noch ein wenig mehr Hilfe. Aber sehr unangenehm. Jemand hat Elaine gestohlen. Das ist Pech. Ja. Es wird schwierig werden, sie zurückzubekommen. Weißt du, weil sie wirklich schwer ist. Nicht sicher. Aber ich verdächtige die schäbigen Piraten, die in der Jefarenbucht ankern. Kannst du mir etwas geben, um den Fluch aufzuheben? Nein. LeChucks Fluch ist sehr mächtig. Genährt von seinem Ärger und der starken Frustration in Bezug auf das andere Geschlecht. Ich habe hier nichts, das einen so mächtigen Fluch aufheben könnte. Ich sehe aber eine Möglichkeit. Toll, welche? Du musst den verfluchten Ring durch einen reinen von gleichem oder höherem Wert ersetzen. Eine gute Richtlinie ist das Gehalt von 2 Monaten. Hm, okay. Wo finde ich einen großen, unverfluchten Diamantring? Die Legende erzählt von einem mordsmäßig großen Diamantring auf Blood Island. Blood Island? Davon habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Mit dieser Insel wirst du bald sehr vertraut sein. Aber du musst vorsichtig sein, Guybrush. Ich habe vorhergesehen, dass deine Reise mit Gefahren und Täuschungen gespickt sein wird. Also so wie immer. Ich habe auch gesehen, dass Blood Island der Ort sein wird, an dem du stirbst. Ja, aber nicht heute, oder? Stirbst? Hast du stirbst gesagt? Ich? Tot? Sei kein Weichei. Gibt es keinen weniger gefährlichen Weg? Nein. Der Wert des Ringes auf Blood Island rührt von seiner emotionalen Bedeutung her. Er repräsentiert eine reine, wahre Liebe. Eine Macht, die größer als alles andere ist. Oh, das ist süß. Ich glaube, ich habe da etwas im Auge. Verspotte die Voodoo-Priesterin nicht. Nun, wie kann ich den Ring auf Blood Island finden? Alles, was ich sehen kann, ist eine lange und schmerzvolle Geschichte, die mit Erzähl. Dem Ring verbunden ich hab Zeit. Ist. Und ich spüre eine große Trauer, die damit verbunden ist. Du wirst mehr erfahren, wenn du erst einmal die Insel gefunden hast. Und wie komme ich da hin? Wie komme ich nach Blood Island? Du brauchst 3 Dinge. Eine Karte nach Blood Island, ja. Denn die Reise ist lang und gefährlich. Ein seetüchtiges Schiff, um mhm. dich hinzubringen. Und eine erfahrene Mannschaft. Also so wie immer. Karte, Schiff und Mannschaft. Alles klar. Kennen wir. Blood Island, ich komme. So, aha, mhm. Danke für deine Hilfe. Der Rest ist gerade uninteressant, ne? Müssen wir nicht wissen. Eine Karte, ein Schiff und natürlich eine Crew. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Unterzieht mich alles hier in die Stadt, würde ich sagen, oder? Hier könnte man noch hin, aber sonst... Hier ist doch gar nicht so viel. Zum Glück eigentlich. Nein, nein, bleib hier. Moin, hallo. Willkommen, werter Herr, in der Barbierküste. Wo jeder Haarschnitt ein Abenteuer ist. Ei, hätte ich Bock drauf? Wenn du einen Haarschnitt willst, dann musst du warten, bis ich mit Captain Röcheljeu hier fertig bin. Seid ihr Jungs Piratenfriseure? Wir bevorzugen den Ausdruck Seeräuber-Haarstylisten. Großartig. Oh. Vielleicht könnt ihr mir helfen, diesen riesigen Diamantring zu finden, den ich suche. Diamantring? Ja, er soll enorm sein und er ist auf Blood Island. Blood Island? Nie davon gehört. Das ist echt eine lustige Geschichte. Ich muss den Fluch aufheben, der aus meiner Freundin eine massive Goldstatue gemacht hat. Massives Gold? Wartet eine Sekunde. Habe ich jetzt zu viel verraten? Hui, ich wette, die schneidet alles durch. Kann ich die haben? Ich komme nicht ran.
Haarschnitte für den kritischen Piraten. Frühjahrsaus. Ich warte auf die Verfilmung. Klar. Das sind Kämme, die in diesem blauen Zeug schwimmen. Ach, Finger weg von diesem Kamm oder ich knall dir eine, du diebischer Hund. Kann ich den bekommen? Hände weg von den Kämmen. Die gehören uns. Ja. Ach, Finger weg. Okay, von das klappt. Kamm, also, ich knall dir eine, das du klappt diebischer nicht. Hund. Es ist ein Stein und außerdem ein Briefbeschwerer. Nicht anfassen, du Missgeburt. Oder dieser Arsch. Boah, das ist voll frech. Arschnitt ruinieren. Und warum ist er sauer? Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. So? So nett, Sie kennenzulernen, Mr. Bill. Bill? Ist das Ihr Piratenname? Bill? Halsabschneider Bill. Ah, ja. Das gibt der Sache einen ganz anderen Touch, oder? Auf jeden Fall. Werden Sie jemals zur Piraterie zurückkehren? Vielleicht. Eines Tages, wenn ich den richtigen Kapitän finde. Perfekt. Ich werde Ihr Kapitän sein. Auf nach Blood Island und zu tollen Abenteuern. Kommen Sie mit? Du? Ein Kapitän? Wohl kaum. Warum denn nicht? Ich bin richtiger Pirat. Ich bin der mächtige Pirat, der LeChuck besiegt hat. Und was kannst du vorweisen? Ich habe massenweise coole Geschichten. Schätze, immense Berge von Gold und Diamanten. Ich weiß zumindest, wo sie sind. Gold, irgendetwas? Nun, ich habe diese Münzen. Falsche? Ja. Du bist mir vielleicht ein Schatzsucher. Du würdest doch nicht einmal in einem Schmuckgeschäft Gold finden. Ich wette, ich finde sogar hier... Bestimmt. Ich wette, ich finde sogar hier auf der Insel Gold. Wie viel würdest du wetten? Nun, ich habe diese Münzen. Ah ja. Wenn du mir einen richtigen Schatz zeigen kannst, kannst du wiederkommen. Okay. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Es ist ein adretter Pirat. Ja, ist er. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Klar bist du einer. Okay, dann wer sind Sie? Edward van Helgen. Doch nicht der? Das ist richtig. Mein Name ist der von Piraten am meisten gefürchtete. Edward Kuschelhase van Helgen. Junge! Was? Wie würde es Ihnen gefallen, meiner ständig wachsenden Schar von Piraten beizutreten? Deine Mannschaft? Warum sollte ich bei deiner Mannschaft mitmachen wollen? Es wird der absolute Knaller. Wir segeln nach Blood Island. Tut mir leid, Threepwood. So gern ich wieder draußen auf dem Meer wäre, so könnte ich doch niemals einem Kapitän dienen, der weder ein Gentleman noch mir ebenbürtig ist. Naja. Gentleman? Das bin ich durch und durch. Dann beweise es. Wenn du mich in einem Gentleman-Duell besiegen kannst, trete ich deiner Mannschaft bei. In Ordnung. Beginnen wir mit dem Duell. Nein, nein, nein. Da gibt es Regeln. Wenn du dich mit mir duellieren willst, musst du mich ausreichend beleidigen. Hm, okay. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Sie ein großer alter bettnässender Dummkopf sind? Nein, aber ich bin immer noch nicht beeindruckt. Nicht? Wie angemessen. Sie kämpfen wie eine Kuh. Das ist ein alter Hut. Komm zurück, wenn du frischeres Material auf Lager hast. Also das ist nicht das, was er hören möchte. Haben Sie sich eigentlich in Dung gewälzt oder ihn sich nur ein wenig hinter jedes Ohr getupft? Dies ist nicht die Art von Beleidigung, die ich meine. Nicht? Hey, das ist ein hübsches Hemd. Wie lange sind Sie schon farbenblind? Oh, bitte. Ich möchte Sie nicht beleidigen. Warum können wir nicht einfach so loslegen? Boah, schon so spät. Ich muss gehen. Also wir müssen ihn irgendwie ordentlich beleidigen können und wir müssen Gold finden. Die Frage ist, wo? Ist das ein Wunschbrunnen? Das probiere ich gleich aus. Ich habe noch falsche Münzen. Das Long John Silver Zentrum der darstellenden Künste präsentiert Spear. Im Gedenken an die Hühner, die ihr Leben gaben, während des großen Puerto Pollo Potluck Pfadfindertreffens von 1621. Und die armen Hühner. Spielgeld nützt hier nicht viel. Gut, dann eben nicht.
Aber ich schaue mir trotzdem alles an. Und es geht weiter. Es ist ein altes Krähennest. Und jetzt ist es ein Schild für den Hühnerladen. Mhm. Dein Huhn ward zu Gold, 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo. Besuchen Sie unsere neue Filiale auf Plunder Island. Verstehe ich nicht. Blondbarts Hühnchenladen. Es ist die Gegensprechanlage für das Walk-in. Nein. Okay, dann nicht. Vorsicht! Hallo? Ich verstehe Sie nicht. Wie bitte? Vergessen Sie es. Ich habe nichts verstanden. Und Limonadenstand. Das ist ein großer, dicker Bottich voller Farbe. Nummer 2. Wie inspirierend. Ein aufstrebender junger Unternehmer. Ich bin größer als er. Ich bin kein Tyrann. Ja, ich aber gegebenenfalls schon. Na, mein Sohn, hast du schon geöffnet? Oh Junge, mein erster Kunde. Junge, und das ist erst der Anfang. Und ich zieh ihn ab. Mein Name ist Kenny. Kenny Faulzahn. Es wäre toll, wenn Sie etwas von meiner Limonade kaufen würden. Kostet nur einen Fünfer. Und das Allerbeste ist mein bodenloser Krugtarif. Das klingt nach einem guten Geschäft. Würde ich machen. Ich würde gerne etwas Limonade kaufen. Sicher. Wir haben einen bodenlosen Krugtarif, wissen Sie? Das macht einen Fünfer. Dieser Penner. Hey, in diesem Krug ist kein Boden. Gib mir mein Geld zurück. Tut mir leid. Ich habe Ihnen von unserem bodenlosen Krugtarif erzählt. Hat er gemacht. Keine Rückerstattungen. Du Kleiner. Danke. Kommen Sie wieder. Dieser kleine Penner. Ich würde noch gucken, kann ich geheimnisvolle Blüten? Im Zweifelsfall gleich mal mitnehmen. Sie ist mit der Kletterpflanze verwurzelt. Ich kann sie nicht einfach pflücken. Kannst du nicht. Kann ich hier rein? Ja, kann ich. Okay, ich dachte, ich komme da raus. Okay, ich habe Fragen. Keine wichtigen, aber Fragen. Haben Sie eine Reservierung? Nein. Nein. Kein Reservierungsbeleg, was? Dann raus mit Ihnen. Ja, schlecht. Es ist ein Hühnerstall, aber ich sehe keine Hühner. Dann schaue ich mir halt erstmal hier in Ruhe alles an. Ist ja auch toll. Wie er mich beobachtet. Okay, da komme ich nur zurück. Nein, bleib hier unten. Wobei, da unten kann ich sowieso nichts machen. Hier bin ich also irgendwie nicht richtig. Was haben wir hier? Sieht irgendwie wieder nach einem Wettkampf aus, den ich nur verlieren kann. Aha. Merkwürdiger Stapel Stämme da drüben. Ja. Was hat es nun damit auf sich?
Es ist ein hölzerner Sägebock, der das Rum... Es ist ein enormes Fass voller Rum der Marke Alter Darmtod. Ich mag Rum, genau wie alle Piraten, aber was zu viel ist, ist zu viel. Warum denn? Ich würde das einfach mitnehmen. Puh. Aber hier ist ihnen auch sonst nichts. Sagt er hier dasselbe? Sie sehen aus, als wären sie aus Palmenstämmen gemacht. Was du nicht sagst. Ich frage mich, wofür diese Zahlen sind. Das fragen wir uns alle, aber wir können... Wir können aber nichts tun. Guten Abend, Sogeking. Schön, dass du da bist. Okay, jetzt... Toll. Hä, das hat... Das hat einfach mal überhaupt nichts gebracht. Und vielen Dank für den Follow. So, wir können auch schauen, was da hinten ist. Sonst waren wir in der Stadt jetzt... Oh, Piratenmantel. Nimm mit. Sieht zu groß für mich aus. Ist egal. Ich frage mich, ob es in diesem Stück eine Rolle für einen flotten, gaunerischen Piraten gibt. Ich weiß es nicht. Er klebt auf dem Koffer. Hey! Ich hoffe, dass er gut ist. Ich weiß es noch nicht. Da steht... Blood Island ist für Bluter. Eine Mitteilung der Blood Island Tourismusbehörde. Okay. Kann ich nicht... Besitzer dieses Koffers, wie man nach Blood Island kommt. Ich würde ihn gerne einfach zum öffnen. Tragen ist er zu schwer. Kann ich Perücke nehmen? Ich will irgendwas klauen. Nein, ich mag den natürlichen Look. Es ist eine Schwertattrappe. Ich brauche keine Requisiten. Warum nicht? Sei doch nicht so. Das sind alles Attrappen. Er ist leer, oder nicht? Ich weiß es nicht. Schauen Sie, wie ich das verschwinden lasse. Oh, endlich was geklaut. Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Würde ich persönlich schon machen. Es sind ein paar trottelige Schauspielmasken. Ja, gut. Hätte man von oben vielleicht auch sehen können. Und jetzt? Es riecht, als würde etwas brennen. Muss wohl diese verkommene Verkabelung aus dem 17. Jahrhundert sein. Warte mal, irgend so ein Affe hat an diesen Schaltern herumgespielt. Und ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit das funktioniert. Ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen. Kann ich nicht einfach ein bisschen rumprobieren? Das war schon mal... Ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit ja, das gut. funktioniert. Und wo ist die? Bedienungsanleitung? Keine Ahnung. Bestimmt... Nicht hier. Oh, hier geht's weiter. Den Teil spiele ich heute zum ersten Mal, ja. Ich erinnere mich nicht mehr. Kommt das Wasserballett vor oder nach meiner verrückten Szene? Theaterbaum. Schild. Ein Pirat mit einem Dies ist eine Informationstafel, aufgestellt von der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Mhm. Requisitenbaum. Künstliche Bäume dieser Art wurden häufig von den frühen Siedlern für Theaterproduktionen benutzt. Okay. Als nächstes brenne ich Theben nieder und erwerfe seine Armee. Das ist Yoriks Grabstein aus Hamlet. Ich finde schön, dass er mal die Klappe hält. Und dann zerschlage ich die Wassermelone. Ahoi. Ahoi. Ich bin ein gefährlicher Pirat. Wer bist du? Cromwell. Schlappi Cromwell. Es ist eigentlich nicht mein richtiger Name. Mein Agent sagte mir, dass mein richtiger Name keine Star-Qualitäten hätte. Ja, kenne ich. Wie ist dein richtiger Name? Rex Glückspilz, Abenteuersucher. Aha. Ja, blödes Gefasel. Mhm. Warst du auf Blood Island? Aber natürlich. Blood Island war einst der Ort, an dem man als Künstler in der Karibik sein musste.
Das waren noch Zeiten. Also praktisch Hollywood. Und wild. Wir setzten neue Maßstäbe für unsere Kunst. Ja, ich dachte, ich lasse die Kamera weg, dass man ein bisschen mehr das Bild sieht. Wir hatten keine Angst, die zähen, anspruchslosen Sinne unseres Publikums zu schockieren oder zu beleidigen. Oh, was habt ihr gespielt? Hauptsächlich Pippi Langstrumpf. Ja. Kannst du mir sagen, wie ich Blood Island finden kann? Mein Agent Placido Domingo kümmerte sich immer um die Reisearrangements. Also muss ich ihn finden. Er wüsste schon, wie man dorthin kommt. Irgendeine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Er ist ein Mitglied des Brimstone Beach Club hier auf Plunder Island. Vielleicht erwischst du ihn da. Okay. Fahre fort. Welch Dummköpfe diese Männer mit Moral doch sind. Was mit dir? Ich werde niemals rechtzeitig für diese Vorführung fertig sein. Also, wie bist du in dieser Show gelandet? Ich bin eigentlich eher ein Statist. Aber was ich wirklich will, ist Schauspieler. Die Leute nehmen dich einfach nicht ernst, wenn du nur ein Statist bist. Wie überraschend. Ja, nicht wahr? Ich würde ihn so jetzt also auch nicht unbedingt ernst nehmen. Danke. Oh ja, wenn ich ehrlich bin. Mir euer Ohrgeschichte. Sonst... Ich hoffe, dass ich jemanden finde, der es wirklich macht. Akt 4, Szene 8. Komm zu mir, Rosenkranz. Was war das für eine komische Glocke?